Ich finde das immer sehr interessant zu sehen, wie ein Objektiv aufgebaut ist und wie das funktioniert, ganz besonders bei den höherwertigen Canon L-Objektiven. Deswegen gibt es im heutigen Video 10 interessante Fakten zu der Canon L-Objektivproduktion. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos zu steigern. 100 Kilometer nördlich von Tokio liegt Canons Objektivfabrik. Das ist das Hauptproduktionszentrum für Canons L-Objektive. Die Fabrik ist 160 x 200 Meter groß, also so groß wie 4,7 Fußballfelder und bietet somit Platz für 4 Airbus A380 Flugzeuge. Die Herstellung der Linsen ist so präzise, dass die Rauminnentemperatur mit einer Genauigkeit von 0,5 Grad geregelt ist. Alle Besucher und Mitarbeiter müssen Schutzkleidung tragen, dazu gehören auch antistatische Schuhe. Und wer in den staubfreien Montage- und Prüfbereich rein will, muss vorher durch eine Luftdusche gehen. Obwohl der Großteil der Objektivproduktion automatisch geschieht, spielen Fachleute eine entscheidende Rolle. Neben der manuellen Bearbeitung und Kontrolle der Linsen zählt es auch zu den Aufgaben dieser Fachleute, die Maschinen so einzustellen und zu trainieren, dass sie die festgesetzten Toleranzen und Genauigkeiten einhalten. Die Objektive werden mit CAD-Software entwickelt, die die physikalischen und optischen Eigenschaften der verschiedenen Glasarten berücksichtigt. Danach wird das Glas mit Diamantsteinplatten und anderem Polierwerkzeug geschliffen und poliert, bis es das gewünschte Profil erreicht hat. Um kleine Risse zu verhindern und die Linse zu zentrieren, wird dann auch noch der Rand abgeschliffen. Danach ist die Linse fertig für die Inspektion. Glas ist natürlich das beste Material für die Herstellung von Linsen. Es ist transparent, einfach zu formen und thermisch und chemisch stabil. Aber es kann schwer sein, damit zu arbeiten. In den meisten Objektiven sind sphärische Elemente verbaut. Die lassen sich aus flüssigem Glas ganz einfach gießen und polieren. Aber bei den Canon L-Objektiven sind auch ganz oft asphärische Elemente verbaut. Die lassen sich mit herkömmlichen Schleif- und Polierprozessen nicht so einfach herstellen. In der Objektivfabrik von Canon gibt es auch eine Maschine, die aus flüssigem Glas asphärische Elemente herstellen kann. Dabei wird sehr präzise gearbeitet und auch berücksichtigt, wie das Glas sich nach der Abkühlungsphase verändert, weil wenn jetzt Glaslinsen abkühlen, werden sie ein bisschen kleiner. Aufgrund der großen Entfernung, die in der Fabrik zurückgelegt werden muss, gibt es dort automatische Transportroboter. Diese Roboter folgen gelben Linien auf dem Boden und haben auch Kollisionserfassungssensoren, damit die ausweichen, wenn andere Roboter kommen oder halt nicht mit Menschen oder anderen Gegenständen zusammenstoßen. Die Linsenpoliermaschinen in der Objektivfabrik können sich auch selber korrigieren. Während des Polierprozesses messen die Maschinen die Linse an zwei Punkten ab und schauen, ob eine Korrektur notwendig ist. Falls ja, korrigiert die Poliermaschine den Poliervorgang ein bisschen, so dass am Ende die Linse rauskommt, die auch rauskommen soll. Danach fertiggestellte L-Objektive werden vom Fachpersonal manuell durch einen komplexen optischen Testvorgang bestehend aus 9 Schritten getestet und kalibriert. Die präzisesten Objektive werden für den 4K bzw. 8K Sendebereich produziert und haben eine Produktionsabweichung von ungefähr 30 Nanometer. Canon gibt hier folgendes Beispiel. Wenn ihr das 300 Meter breite Maracana Stadion in Brasilien aufnehmen wollt, dann habt ihr hier eine Abweichung von 0,03 mm. Das ist ungefähr die Stärke von einer Plastiktüte. Man sollte meinen, die krassesten Objektive sind auch am schwierigsten zu produzieren, wie zum Beispiel das 11 bis 24 mm Blende 4L Objektiv. In diesem Objektiv habt ihr ein extrem großes Frontelement und 4 asphärische Elemente verbaut. Wenn ihr noch nicht wisst, was der Unterschied zwischen sphärischen und asphärischen Elementen ist, schaut euch mein Video in der Infokarte an, da erkläre ich das ganz genau. Aufgrund der komplexen Bewegungen im Inneren eines Objektivs
sind die Teleobjektive mit den hohen Brennweiten am schwierigsten herzustellen. Zum Beispiel dauert die Produktion von einem 100 bis 400 mm Blende 4.5 bis 5.6 L-Objektiv viermal länger als die Produktion von einem 16 bis 35 Blende 2.8 Mark III. 2017 hat Canon einen Produktionsmeilenstein von 130 Millionen EF-Objektiven erreicht. Würde man diese Objektive aneinander reihen, würden die um den halben Erdball reichen. Canon hat den Bildstabilisator erfunden. Speziell für DSLR-Kameras wird eine objektivbasierte Bildstabilisierung verwendet, damit man durch den Sucher auch schon ein stabilisiertes Bild sehen kann. Außerdem nutzt Canon für modernere L-Objektive auch neue Materialien, wie zum Beispiel Blue Spectrum Refractive Optics. Das hilft dabei, die Streuung von blauem Licht zu verhindern und somit chromatische Aberrationen zu reduzieren. Damit ihr noch besser versteht, wie ein Objektiv funktioniert, schaut euch gerne mein Video in der Endcard an. Da erkläre ich euch ganz genau, wie ein Bildstabilisator funktioniert. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!